Die Ruhrpottler sind asozial. Ich wäre so ja bereit, nach Gelsenkirchen zu ziehen und da zu arbeiten. Ja, wir tragen das Herz auf der Zunge. Ich war einmal, das für mich, das sieht aus wie im Osten. Schlimmer wie im Osten sieht es dort aus. Ich war froh, als ich da wieder weg war. Ich darf nicht mehr sagen, du fühlst dich wohl. Ja, ich habe mich sehr wohl jetzt. Ich reise mal hin und her zwischen Hollywood und dem Ruhrpott. Ich würde dich gerne mal 3 Wochen zu mir einladen und dir meinen Ruhrpott zeigen. Ja! Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe ein Problem. Ich habe heute echt ein Problem. Ich muss also wirklich die Sendung ein Stück weit anders anfangen. Und ich bin so ein bisschen auf Kriegsfuß. Denn ich habe ein Thema heute an die Hacken bekommen, von dem ich nicht weiß, wie ich dazu stehe. Ich als gebürtige Hamburgerin, mit Leib und Seele Hamburgerin, wohne aber seit 8 Jahren im Ruhrpott. Ja, und ich mag den... Schade für Hamburg, wolltest du sagen. Ja. Ich mag den Ruhrpott sehr und ich mag die Menschen im Ruhrpott sehr. Nun krieg ich ausgerechnet, ich, die ich doch also eigentlich wirklich die Fanfare für den Ruhrpott blasen möchte sozusagen, krieg ich dieses Thema. Ruhrpottler, ihr seid doch alle asozial. Das wird eine kontroverse Diskussion. Ich habe irgendwie so das Gefühl, hier wird auch über Fußball gesprochen. Ich weiß nicht genau warum, wir werden sehen. Also, wir begrüßen meinen ersten Gast und auf den freue ich mich sehr. Hier ist Jessica! Okay, Jessica, schön, dass du da bist. Du bist kein Ruhrpottler, du bist Münchnerin. Genau. Man ahnt es grob an deinem Outfit, ja, im schönen Dirndl. Erzähl mal, was hältst du so von Leuten aus dem Ruhrpott? Ich finde, die Ruhrpottler sind asozial. Mhm. Warum? Faul. Wir sind ja auf neutralem Terrain hier in Hamburg. Bist du überhaupt schon mal im Ruhrpott gewesen? Hast du überhaupt Ahnung? Weißt du, wovon du redest? Weißt du das überhaupt? Ja. Ich war schon mal in München. Alles, was fremdlich ist, ist für euch anders. Nein, das stimmt nicht. Du meinst, ich war 100.000 Mal, ich arbeite auch in München, unter anderem in München. Ich bin deutschlandweit unterwegs, auch in Europa teilweise. Mhm. Alles, was fremd ist, da wollt ihr nichts mit zu tun haben. Das hat warum ist denn Ruhrpott asozial? Oder, hast du eine Ahnung? Was bist du schon mal im Ruhrpott gewesen? Was schön ist? Ich lebe seit 13 Jahren im Ruhrgebiet. Wo denn? Ich bin aus dem Ausland, ich bin aus dem Kosovo, lebe seit 13 Jahren in Deutschland. Mhm. Ich hätte mir keinen anderen Wunsch im Leben mehr gewünscht als im Ruhrgebiet. Yeah. So viele verschiedene Einflüsse, so viele verschiedene Kulturen und hast du nicht gesehen. Und was ist in die München? Kulturen gar nichts. Seid alle, also gleich, ein Dings, wie soll ich das sagen, alles, was fremd ist, das wollt ihr nicht, das könnt ihr nicht. Damit könnt ihr gar nicht umgehen. Meinst du Ausländerfeindlichkeit im Schwerpunkt? Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Oder aber auch einfach ganz nur ehrlich, andere Gebiete und Regionen? Nee, der Punkt ist, also wenn ich in München bin, ich mache so die Erfahrung, ich komme aus dem Kosovo selber. Mhm. Wenn ich angesprochen werde auf der Arbeit in München, weil ich arbeite auf Messen und auf andere Geschichten, dann das Erste, was sie wissen wollen, ist, woher kommst du? Sag ja, Kosovo, ja, was ist denn da? Ist da noch Krieg und wie sieht das aus? Ist da Bombenwetter? Und so Sprüche muss ich mir reinziehen. Der Arbeitskollege, der aus Afghanistan ist, der wird auf den Nahostkonflikt angesprochen und diese Themen, was uninteressant sind, das hat nichts mit unserer Arbeit zu tun. Und das ist halt München, die Erfahrung habe ich gemacht. Im Ruhrgebiet sind wir total offen mit allem. Also einfach liberaler, da würdest du sagen, ja? Richtig. Mhm. Was genau, du sagst ja jetzt gerade, also für dich, du bist ja wirklich auch eine eingefleischte Münchnerin und magst die ganze Lebensart dort. Mhm. Wenn du sagst, der Ruhrpott und die Ruhrpottler sind für dich asozial, dann musst du es jetzt etwas konkretisieren. Was stört dich? Das sagt ja allein schon die Arbeitslosenzahl. Da sind fast 400.000 Arbeitslose. Mhm. Ich meine, die Menschen, wenn, wie er gerade gesagt hat, sind sehr offen. Vielleicht auch ein bisschen zu offen, mit dem falschen Herzen vielleicht ein bisschen, aber das... Was du gesagt hast, von wegen, die Münchner wollen nichts anderes kennen, das stimmt nicht. Die Münchner sind nette Menschen. Wir achten einfach nur mehr auf uns. Und, Moment, wenn du sagst, ihr achtet mehr auf euch, das ist, also jetzt lass uns ruhig auch mal über diese Thematik des Äußeren sprechen. Findest du, dass die Menschen aus dem Ruhrpott, das ist jetzt ziemlich Schubladendenken, aber ganz allgemein, dass sie gut gekleidet sind oder eher schlechter, sich pflegen oder eher nicht? Also sie sehen auf jeden Fall nicht gut gestylt aus. Es ist, München ist einfach schon von... Der Art ja ganz anders. Also die Menschen, die achten auf sich. Also da zählt Lux. Darf ich ausreden bitte vielleicht? Ich habe dich auch ausreden lassen. Alles klar. Gut. Und ich sag mal, ich war in Bottrop und Bottrop meine ich, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verlabert. In Bottrop gibt es schon? Bottrop, ja, im Moviepark, genau, mit meiner Freundin. Und wir haben einen Wochenendausflug draus gemacht. Okay. Und ich habe mir das Ruhrgebiet da auch angeschaut. Also ich finde weder, dass da irgendwas schön ist. Ja? Ich meine, ich weiß ja nicht, was findest du da schön dran?
Was ist denn was? Wo wohnst ist du eine schöne Sehenswürdigkeit? Ich komme aus Duisburg. Okay, was Duisburg? Ist eine schöne Sehenswürdigkeit? Ja gut, wir haben nicht so viel Landschaft wie jetzt München oder so. Eine Sehenswürdigkeit heißt keine Sehenswürdigkeiten, ja, die Industrie. Also Entschuldigung, du weißt aber schon, wenn du, also wenn du jetzt so kritisch davor gehst, du weißt schon, dass das Kulturhauptstadt war, Essen? 2010. Zum Beispiel, ja? Das weiß ich. Ja? Also ich meine, das kann ja nicht so, so ein Titel holt ja so eine Stadt nicht einfach, also jetzt in Bezug auf Essen mal ganz konkret, so ein Titel holt ja eine Stadt nicht, wenn sie nichts zu bieten hätte, oder? Ja, die Stadt vielleicht ja, aber die Menschen, die dort leben einfach. Ich lebe da. Ich meine, ja. In Essen. Ich meine, ruhig frei. Im Ruhrpott. Sprich ruhig frei. Aber ich bin eine Zugereiste, also hab keine Hemmung, sprich total frei, weil auch ich bin eine Zugereiste. Ja. Für mich ist die Diskussion total interessant. Ich bin auch zugereist in München, ich komme auch nicht gebürtig aus München. Sondern? Karlsruhe. Mhm. Ach, guck mal. Ja. Trotzdem fühlst du dich als Münchnerin, ja? Ja. Aha. Mir gefällt es dort, die Menschen dort haben Benehmen, achten einfach auf sich und... Du sagst ja, die Ruhrpottler achten nicht so auf sich. Der Fußball hat ja einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert im Ruhrgebiet. Ne? Ich interessiere mich absolut nicht für Fußball. Wie findest du so Fußballfans im Allgemeinen? Schalke und Dortmund kennst du aber. Ja, das kenne ich natürlich. Mögen die sich, weißt du das? Die mögen sich, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß es nicht. Das kann dir Minister Gaspar einfach erklären, wie das da so geht im Ruhrgebiet zwischen Schalke und Dortmund. Hier ist er, hier ist Daniel! Ich würde dich gerne mal 3 Wochen zu mir einladen und dir meinen Ruhrpott zeigen. Ja! Ruhrpott! München ist freundlich. Ich war vor gar nicht so langer Zeit in München. Ja? Ich habe nach dem Weg gefragt. Glaubst du, mir hat einer den Weg gesagt? Arrogant weitergegangen. Das passiert dir in Dortmund nicht. Ich hätte gefragt, ich hätte dir den Weg gesagt. Du hast Schubladendenken. In Ruhrgebiet kann ich dir genug Sehenswürdigkeiten aufzählen. Allen voran natürlich, nein, auch Kultur. Zeche Zollverein, mein schönes Schalke-Stadion, Westfalenpark, Baldeneysee. Soll ich noch weitermachen? Da wohne ich. Nein, gut. Kann ja sein, aber... Ist hübsch da, wollte ich sagen. Also ja, natürlich. Weil es wurde ja gerade gesagt, da sei nichts Grünes und so. Kann ich nicht bestätigen. Gerade da auf, den, auf der Ecke, so rund um den Baldeneysee und so. Ja, sehr schön. Sehr schön, finde ich auch. Sie sagt, ihr, die ganzen Ruhrgebietler und so sind alle sehr ungepflegt und würden nichts aus sich machen. Würdest du jetzt sagen, du bist eher die Gattung, die das vertritt oder eher jemand, der ja durch sein gutes Äußeres auffällt? Also ich sag mal, ich bin in München gegangen, durch München gegangen. Ich weiß nicht, ob da die Leute gepflegter sind als im Ruhrgebiet. Ich würde eher sagen, es gibt überall gepflegte und ungepflegte Leute. Das ist ein Schubladending, was du ja, hast. Ja, aber wie kannst du dann sowas sagen? Ich war dort, ja. Wir sind dann abends in eine Bar gegangen. Das passiert zum Beispiel in München nicht. Jeder Geier, der da an dir vorbeiläuft, pfeift da. Du musst aufpassen, dass du als Frau dort nicht angekrapscht wirst, ja. Ich meine, wenn du durch München gehst, dir passiert das dort nicht. Wie bitte? Da wird die Frau doch selber schuld. Sagt, guck dir mal an, wie die aussehen. Moment, die ausschnitt Moment. Bis zum Boden. Also, ist doch ich klar, bin in dass ihr so denkt hier im Ruhrpott. Und da wundert ihr euch, Frauen aus München, warum wir so reden? Bei so einem Ausschnitt? Ist das jetzt gut oder schlecht? Schlecht? Da wird die sieht doch selber schön alle. Aber sieht doch hübsch aus. Natürlich sieht das hübsch aus, aber die wollen doch angesprochen werden, die Frauen. Diese Frauen wollen angesprochen werden. Ganz sicher nicht. Natürlich. Also, eigentlich würde ich auch mal sagen zum Thema Freundlichkeit und so weiter. Ich gehe in München in eine Kneipe, ich werde mir den Arsch nicht angeguckt. Ich bin froh, wenn ich ein Bier kriege. Geh mal in Robot in der Kneipe, da wirst du sofort offen angenommen. Ja, es also gibt aber sagen, vielleicht Menschen, die das nicht wollen, da von jedem abgeknutscht werden. Ich rede nicht von abgeknutscht, einfach höflich begrüßt. Das wurde ich in München nicht. Ja, wo bist du denn in München bitte hingegangen? Was weiß ich? In München direkt? Ja klar, in München direkt. Ja. Ich war da 3 Wochen mit Bekannten. Okay, du willst mir sagen, dich hat da keiner angequatscht. Na, wenn ich dir das sage. In München sind für mich unfreundliche Leute. In Hamburg übrigens auch, tut mir leid. Ehrlich, ja? Tut mir leid. Also hast du auf Deutsch gesagt, die Einstellung nur Ruhrpott und alles andere? Nein. Ich will damit sagen, in jeder Stadt gibt es solche und solche. Du kannst das nicht verallgemeinern. Möglich, dass ich an die falschen Leute geraten bin. Aber dasselbe möchte ich gerne, dass du das auch im Ruhrpott einsiehst. Dass du dann an die falschen Leute geraten bist. Das ist nun mal so. Also sag mal so,
Meine Erfahrung nach acht Jahren Ruhrgebietsleben ist tatsächlich, finde auch, die Ruhrgebietsleute sind teilweise sehr offen und sehr nett. Das muss ich wirklich auch echt sagen. Ne? Also, es gibt überall solche und solche. Das gibt's in der Tat. Das ist ja genauso beim Fußball. Da gibt es überall Hooligans also, und überall. Wenn du Fußball schon ansprichst, hier steht ein gelb-schwarzer Schal neben mir. Bist du Dortmund-Fan? Genau, ja. Eieiei. Ich bin auch aus Dortmund. Und ich wollte zu dir nur sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass du so oberflächlich bist. Ich meine, geh wirklich mal im Ruhrpott mit den richtigen Leuten weg, dann wirst du sehen, wie geil es da eigentlich sein kann. Ehrlich. Ja, gut. Also, mein nächster Gast ist Janina, die ist vor 12 Jahren regelrecht geflüchtet aus dem Ruhrgebiet. Weil sie selber schuld. Ja, mal gucken, was sie für Erfahrungen gemacht hat. Herzlich willkommen, Janina. Janina, schön, dass du da bist. Tust du mir einen Gefallen, beschreibst du mal das typische Pot-Styling, wie du es nennst? Oh ja, also wenn man irgendwo Fokuhila sehen möchte, Cowboystiefel mit, sag ich mal, mit fallschirmseidenen Jogginghosen, da ist man im Ruhrgebiet definitiv. Moment, wo hast du gelebt? Wo hast du gelebt? Ich bin 30 Jahre lang habe ich in Bochum, bin ich groß geworden, in Bochum. Und glaub es mir, was ich bin geflüchtet. Bochum bzw. das ganze Ruhrgebiet ist kein Platz für schöne Geister, für Leute, die irgendwie was erleben wollen, irgendwas machen wollen. Es ist einfach, Ruhrpott ist Realismus. Ruhrpott heißt hier von wegen, Mutter macht die Schnittchen, Papa geht auf die Zeche, Sohn geht auf die Zeche, Enkel muss auch auf die Zeche gehen. Nein, das ist Schubladendenken. Schubladendenken. Ja, weißt du was, du bist zum Beispiel Schalke. Ja, hallo, klar. Ich bin Schalke. Wunderbar, klasse, dass du Schalke bist. Du bist nicht Schalke, du wohnst vielleicht in Gelsenkirchen. Nein, ich wohne in Dortmund. Du wohnst meinetwegen auch, ist mir auch scheißegal. Aber du hast... Du hast aber dieses hier von wegen, du sagst hier von wegen, ich bin der Verein Schalke, ich bin Fußball, ich bin... Die sind aber alle... Wer bist du eigentlich wirklich, wer bist du selber? Du hast hier den Fußball und sagst, ich bin Schalke, hurra. Es gibt Leute, die melden ihre Kinder, die sind nicht ganz geboren, stopp, gleich für Schalke, stopp. Schießt mich ich tot bin an. Schalke nicht, Schalke ist ein Verein. Ich bin Anhänger des Vereins, aber ich bin nicht Schalke. Ja, aber dann geht das hier schon weiter hier von wegen, du gehst in eine Kneipe rein im Ruhrpott. Gehst in eine Kneipe rein, du kannst dich nicht ganz gemütlich am Tresen setzen, einfach mal in Ruhe ein Bierchen trinken an, dann kommt irgendeiner und sammelt dich an. Die sammeln dich einfach an. Die in welche Kneipen geht ihr? Oh Gott, da kannst du in jede Kneipe, Ruhrpott. Egal in welche Kneipe du bist. Du hast keine Ruhe, du stehst beim Schlachterwiss an. Lass mich doch mal bitte mal ausreden. Du stehst beim Schlachterwiss angequatscht. Du stehst hier an der Bushaltestelle, bist angequatscht. Du hast nirgendwo, hast du deine Ruhe. Das stimmt, die Quatsch. Nein, in Hamburg gibt es sowas nicht. Wir haben eine Was hat das mit Ruhrpott zu tun? Kumpel hat eine Kneipe. Das ist auch ganz normal, dass auch mal eine Frau angesprochen wird. Aber ich bin selber da. Ich sehe das nicht so, wie du das siehst. Und ich war über Jahre, auch wo ich klein war, sind wir einmal zu der Mutter von einem Kumpel gegangen und so. Da habe ich das nicht gesehen, wovon das du redest. Ruhrgebiet ist das passiert absolut überall. Die Menschen im Ruhrgebiet verbrüdern sich unheimlich gern. Die sagen sofort, ach, ich kenne dich zwar nicht, aber du bist mein bester Kumpel. So, das gibt es in Berlin und in Hamburg genauso. Das gibt es in Hamburg nein. Definitiv nein. Niemals. Weil ich lebe 15 Jahre im Ruhrgebiet. Ich würde das sehen, den Unterschied. Aber so, darf ich dir was sagen? Ich bin ja Hamburgerin, die jetzt, habe ich ja eben schon erwähnt, seit 8 Jahren im Ruhrgebiet lebt. Und in der Tat ist es ein Riesenunterschied. Ein Hamburger würde im Normalfall nicht jemanden anquatschen. Im Ruhrgebiet quatscht wirklich jeder den Nächsten an. Okay. Mein eigener Ehemann quatscht permanent Leute an und ich falle tot um vor Scham. Es ist so. Oder nicht, ist egal. Aber es ist wirklich faktisch so. Also die Norddeutschen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man irgendwo einmal im Pott ist, man kommt da nicht mehr raus. Ach du Scheiße, das ist egal. Alle Leute malochen. Und bevor sie sich versiehen, sind 30 Jahre um. Du hast eine Woche. Halt doch mal, Hamburg. Auf jeden Fall, du mal los. Und zack, sind 10 Jahre um, sind 20 Jahre um, wie ein Ameisenhaufen. Du hast eine Woche Lorette Mar mit dem Bus. Oder wenn du Glück hast, noch 2 Wochen Mallorca. Und zack, ist dein Leben vorbei. Du hast ja auch gesagt, die Ruhrpottler sind alles nur Arbeitsdrohnen. Arbeitsdrohnen, ja. Wie Ikea, Billigregale, quadratisch, praktisch, gut, funktional, fertig. Und mir geht's auch gut. Ist so. Also ich merke, du hast nicht die schönste Zeit da gehabt. Das ist echt der Hammer. Na gut, wir haben ja eingefleischte BVB-Fans seid ihr doch, oder? Nee. Du machst die unbedingt drin. Mein Scherz. Okay, aber ich kann das echt nicht so zuordnen. Hier ist ja alles drauf. Ja, wir haben mit einem Gast, der hier gleich noch kommt, haben wir so ein Projekt für friedlichen Fußball gegründet. Und das soll einfach nur zum Ausdruck bringen, dass wir den anderen Fans gegenüber auch Toleranz und Respekt entgegen. Aber eigentlich Schalke, ne? Also Schalke. Aber Moment. Das finde ich aber ganz toll. Ist ja gerade neu gesetzt.
verabschiedet worden, was irgendwie, also alle Randalierer aus den Stadien verscheuchen soll. Ja, Pyrotechnik und so weiter, findet ihr das gut? Der Grundgedanke, den finde ich vielleicht gar nicht mal schlecht, aber die Umsetzung finde ich völlig daneben, was da also weil das so radikal durchgezogen wird. Ja, natürlich, nur noch Sitzplätze, keine Fahnen mehr, also da sage ich dann auch auf Wiedersehen Fankultur. Okay. Anderes Thema, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, für Fußballer ein Aufregerthema, das habe ich schon mitbekommen. Also den Ansatz finde ich ja lässig, also dass sie sagt, Fußball ist der Sport, daran sollten wir uns alle ergötzen und nicht an den einzelnen Vereinen. Aus Norddeutschland. Ach, ehrlich, ja, aus Emden. Guck mal. Sind Ruhrpott-Sympathisanten. Verstehe. Also. Und ich fall auch nicht so auf, muss man sagen. Na gut, ich habe den besten Freund, der ist Dortmunder. Okay. Trotzdem sage ich, ich habe lieber eine Schwester als Hure, als einen Bruder im Westfalenstadion. Definitiv. Aber das ist schon ein bisschen bescheuert, ne? Nein, das ist cool. Das steht im Ruhrpott auf den T-Shirts drauf. Na, ich weiß nicht so genau. Ich hole mal meinen nächsten Gast dazu. Ich möchte mal sozusagen ein bisschen adlig werden jetzt, denn ich hole eine echte Hoheit dazu. Er ist sozusagen eine Ruhrpott-Hoheit. Er heißt Prinz Alexander und er hat es tatsächlich geschafft, vom Pott nach Hollywood zu kommen. Herzlich willkommen, Prinz Alexander! Eine Frau ist in dein Leben getreten und behauptet ganz plötzlich, sie hätte ein Kind von deinem eigenen Ehemann. Der leugnet alles und sagt, das kann gar nicht sein, er wüsste nicht mal, wer die Frau ist, aber sie will jetzt Unterhalt haben. Und nun bist du in einer Zwickmühle. Sollst du ihr glauben, sollst du ihm glauben? Da hilft nur noch ein Vaterschaftstest. Also schick mir eine SMS an die 0176, 3x1, 66700, dann kann ich euch helfen, wenn mein Thema demnächst heißt, rätselhaft, wie viele Kinder hat mein Mann wirklich? Yes, sir. Ich freue mich. Hallo. Hi, Britt. Tagchen. Schön, dass du da bist. Du bist ein Ruhrpottler durch und durch gewesen. Durch und durch, ja. Aber jetzt hast du ganz andere Ziele verfolgt, beziehungsweise hast du eine ganz andere Heimat gefunden. Richtig, genau. Ich bin in Gelsenkirchen aufgewachsen, bin gelernter Bergmann, bin also über mehrere Jahre unter Tage gefahren, habe dort Kohle abgebaut und habe mich dann hinterher selbstständig gemacht. Ja, und bin jetzt auf dem Weg, wie gesagt, nach Hollywood. Also ich reise immer hin und her zwischen Hollywood und dem Ruhrpott, weil so ganz, also vom Ruhrpott kann ich mich nicht lösen. Wie kommt man denn vom Ruhrpott nach Hollywood? Ja, ich habe mich adoptieren lassen. Ich kenne ja den Frederik, Prinz Frederik von Anhalt und Jaja Gabor mittlerweile schon fast jetzt 18 Jahre. Ja, und wie gesagt, ich habe mich von Frederik adoptieren lassen. Ja, und das sind so ein paar Bilder. Ich gucke an dir vorbei, weil wir ein paar Bilder mitlaufen lassen. Da drehe ich gerade mein erstes Musikvideo in Hollywood. Mein Gott. Ja, das ist Live the Fight, heißt das. Ja. Das sieht jetzt aber, also sieht ja so, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, nun mal, das ist Hollywood. Worum geht's in dem Video? In dem Video geht es darum, ich erzähle eine Biografie über mein Leben, also eine kurze Biografie. Wie gesagt, my life is a fight. Also ich habe mein ganzes Leben lang immer gekämpft. Ich habe auch viele Schicksalsschläge gehabt in meinem Leben. Okay. Ja, und es ist eine kurze Biografie, wie gesagt, über mein Leben. Aha, aber okay. Ganz kurz gefragt, wie kann man sich von dem Friedrich von Anhalt wirklich adoptieren? Was ihr seht, das, also diese Meinung jetzt zu haben, ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, wie kann man sich von Prinz Friedrich von Anhalt adoptieren lassen? Wie Sie darauf kommen. Ganz einfach. Pinkelprinz fängt damit an. Dann geht es weiter mit Markus, ist glaube ich der. Kenne ich nicht. Habe nichts mit, mit zu tun. Dann haben wir den Leopold, das ist Prinz. Habe ich auch nichts mit zu tun. Aber Pinkelprinz ist ein ganz anderer. Nein, das ist der Friedrich. Der hat bei Kaderlot ins. Der hat Kaderlot ins. Das war in die Badewanne reingepinkelt, mitten vom Fernsehen. Ja, ja. Der hat ins Wasser, der hat auch mal gepinkelt, die pinkelt gerne, die Prinzen, habe ich das Gefühl. Haben wir noch den Leopold, das ist der Prinz. Also deine ganze Familie, in Anführungszeichen, ist ja eigentlich, muss ich sagen, peinlich. Absoluter Quatsch. Wieso das denn? Absoluter, das ist das Denken, das typische Denken eines Deutschen, das ist ganz einfach so, ja, da können auch jetzt alle buhnen, das ist das typische Denken, ja, der Mann hat einfach seine Geschichte in Hollywood und ob er jetzt in irgendwelche Rosen pinkelt, weil er das schon seit 20 oder 30 Jahren macht, ja, warum soll er das nicht machen? Was ist denn daran peinlich? Was ist denn, sind Sie die Gesellschaft jetzt, die jetzt also sagt, das ist peinlich? Also ich sag mal so, ich habe ja, ich rede da nicht jetzt wieder blind. Nein, Sie sagen ja auch, nein. Ich rede jetzt ja nicht wieder blinde von der Farbe. Ich weiß dass Sie zum Beispiel, Sie machen unheimlich viel Charity, Sie machen Spenden. Richtig, genau. Also definitiv von dem alles, ganzen... Alles mit diesem Prinzentitel, alles mit dem Prinzentitel. Aber es gibt so viele Prinzentitel, warum muss es unbedingt so ein
Prollprinz sein. Geht doch vielmehr jetzt um die Frage, ob alle, also nicht ob Prinzen prollt sind, sondern es geht mehr um die Frage, ob Ruhrpottler prollt sind. Prinz Friedrich von Anhalt ist gebürtiger Ruhrpottler. Richtig, genau. Auch ein Ruhrpottler. Das heißt, als Ruhrpottler hat man es leichter, Prinz zu werden. Das beste Beispiel, wie ein Ruhrpottler ist. Mhm. Was macht dich als Ruhrpottler aus? Also wie gesagt, mich macht das eigentlich aus, was alle Ruhrpottler ausmacht. Was denn genau? Ja, wir tragen das Herz auf der Zunge. Wir sagen das, was wir sagen. Wir machen das und wir machen und wir machen. Und wir machen das nicht wie, Stimmt, wie gesagt, jede Stadt hat so seine Eigenarten und so weiter. Beispielsweise, ich sag mal, Sie kommen aus München beispielsweise. Ja. München zum Beispiel, eine wunderschöne Stadt, sehr schön, alles und hat mir gefallen. Was mir nicht gefallen hat in München, der Sugar Talk, der da betrieben wird. Ja, dieses nette Reden, dieses schöne Reden und so weiter alles. Nein, der Ruhrpottler, wir nehmen uns der halt im Gegensatz zu den Ruhrpottlern, ja, graben die Leute nicht blöd an. Ja, ist doch so. Nein. Wenn der Ruhrpott so toll ist, warum lebst du dann nicht mehr da? Ich lebe doch im Ruhrpott. Ich sage doch, einmal Ruhrpottler, immer Ruhrpottler. Du wohnst ich aber bin, nicht da. Du hast ich bin Ruhrig. Nicht im Ruhrpott mehr. Oder? Nein, ich bin immer am Jetten zwischen Hollywood und Ruhrpott. Hollywood und Ruhrpott. Ganz einfach. Also besteht ein Wohnsitz noch im Ruhrpott, oder? Ja, natürlich besteht ein Wohnsitz im Ruhrpott. Wo den würde ich, würd ich auch nicht ausgeben. Wo bist du denn da? Ja, ich bin Gelsenkirchen, Da, wo es HSG-TV gedreht wird von Mitten im Leben. Bitte? Hast du schon mal Mitten im Leben in München drehen gesehen? Ich habe das schon gesehen, ja. Nee. Doch, das wird nur in Gelsenkirchen gedreht. Sicherlich. Nein. Du meinst die sozialen Brennpunkte, habe ich das richtig verstanden, Jessica? Die sozialen Brennpunkte sind sehr häufig konzentriert aufs Ruhrgebiet, ja? Natürlich. Ja, kann man nicht leugnen. Das wird nur Aber es geht doch aber darum, dass sie sagt, oder sie sagen, dass auch beispielsweise, habe ich gerade mitgekriegt, die Ruhrpottler, das sind alles Arbeitsdrohnen, Arbeiter. Und das Thema ist ja, ihr Ruhrpottler, ihr seid alle asozial. Soll ich was sagen? Wie gesagt, ich arbeite und ich arbeite heute auch noch. Ich jette nicht nur durch die Welt und liege an den schönsten Stränden und trinke Cocktails. Und wenn sie sagen, die Ruhrpottler, die Arbeiter sind asozial, dann bin ich der asozialste, der es gibt. Nein, dann bin ich der Arbeiter. Das haben Sie gesagt. Wir wollen doch arbeiten. Hallo.